Steuertelefon der Gemeinde selbst tanzt. Mein Name ist Pöff. Was muss ich für sie tun? Hä? Ob nächste Woche in Saarland ein Schnittjut abgeholt wird? Ja, wovon soll ich das denn wissen? Bin ich Nostradamus? Guten Tag. Hier ist das freundliche Bürgertelefon der Gemeinde Selfkant. Mein Name ist Pütz. Was? Sie wollen sich heute noch das Leben nehmen? Ja gut, hinterlassen Sie Ihre Nummer. Die Psychologen rufen Sie in den nächsten Tagen zurück. Sie können jetzt aufhängen. Ja, das Telefon von mir aus auch. Guten Tag. Hier ist das freundliche... Was? Ja, was schreien Sie denn so? Im Notfall? Bei Ihnen brennt es? Ja, jetzt mal ganz ruhig, damit wir den Fall genau aufnehmen können. Also, Moment. Hier ist das freundliche Bürgertelefon der Gemeinde selbst. Ganz zur Zeit sind alle Leitungen belegt. Sie werden sofort mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. La, 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 la. Bitte warten. La, la, bitte warten. Wird Sie einen Wohnungsbrand, einen Zimmerbrand oder einen Christbaumbrand melden möchten? Bitte mit Ja. Guten Tag. Ach, Herr Schnittjut, hat sich schon eine Kettensäge geliehen? Ja, hören Sie mal, das ist Ihr Problem. Gut, was, Sie haben einen Rohrbruch? Sie schwimmen seit 20 Minuten im Wasser? Ja, dann halten Sie noch 10 Minuten durch, dann haben Sie Seepferd. Brand oder einen Waldbrand melden möchten, antworten Sie bitte mit Ja. Ihr Anruf wurde registriert. Wir melden uns irgendwann und spendieren Ihnen noch einen kostenlosen, aufmunternden Spruch. Spann mal aus, sing frohe Lieder, denk nicht dran, es wird schon wieder. Hier ist die Gemeinde Pütz, mein Name ist Selfkant. Hä? Winzer? Hier gibt es keine Winzer. Winzer? Charles von Winzer? Prinz Charles? Yes, clear, I can you. I have all gelesen über you and Camilla in the Calot. Der Tod ist doch auch keine Lösung. Was? Nach dem Tod erwartet das Paradies? Ja, da brauchen Sie mir nicht mehr zu kommen, ne? Ich bin Beamter auf Lebenszeit. Da kann das Paradies keine echte Steigerung mehr sein. With our Oberbürgermeister, der Herbert Korsten, der ist in so einem Moment im Karneval, ne? Nee, jetzt hören Sie mal, warum wollen Sie sich denn das Leben nehmen? Weil Ihre Frau so betrügt. Die vögelt auf der Arbeit mit einem anderen. Die ist Briefträgerin. Ja,
Ja, das ist doch normal, ne? Seit die Post privatisiert ist, müssen die immer mehr Service anbieten. Ja? No, no, Charles, you can't speak with Herbert Gorsten. He is on a drunk sitting. Yes, he sits together with other people and all the men have schwarze Anzüge. Yes, like a Begräbnis. Yeah, but not so funny, ne? Ja, was ist denn Hypnose? Ich werd wahnsinnig. Hallo? Oh, Vanessa, Liebelein, rufst du den Mama an? Ja. In der Schule heute. Ja. Und da hast du trotzdem was gelernt? Auf Lunge rauchen. Fein, Liebelein. Und ist denn der kleine Bruder auch schon da, der Kevin Luigi? Ja. Und hast alles gemacht, was die Mama dir gesagt hat? Das Essen in dem Mikro, der Welle sitzt sich ein bisschen in der Sonne. Ja. Ja. Ja, nicht umgekehrt, du Doofnuss. Ja, ach, wie schon wieder mit ihrem dusseligen Brand? Hören Sie mal, ich hatte Rosenmontag auch einen Wahnsinnsbrand und hab ich Sie da angerufen. Vanessa, du brauchst nicht zu heulen. Die Mama ist nicht böse. Die Mama ist nur sehr, sehr traurig. Warum hast du denn den Zettel nicht gelesen, den ich dir auf dem Herd gelegt habe? Was? Weil der Hängeschrank auf dem Herd liegt? Ja, wieso? Was? Dein Bockel ist zusammengebrochen. Ja, also jetzt ist es aber bald gut, ne? Stecken Sie sich Ihr Schnittjud und Ihre Kettensäge in den Arsch. Mit der Einbauküche passiert. Was? Der Kevin Luigi ist da hochgeklettert. Ja, warum? Ja, warum hast du denn dem Sinne Gameboy hinter den Schrank geschmissen? Was? Nur weil der gesagt hat, deine Pokémon sind schwul. Ja, ach, jetzt wollen sie auch noch ein Sprungtuch. In wie viele Stock brennt der? Im Dachgeschoss. Ja, dann springen Sie doch einfach schon mal los. Bis Sie unten sind, ist die Feuerwehr bestimmt da. Ja, ach, jetzt hören Sie doch auf, so scheiße rumzujurgeln. Ich weiß, dass Sie eine Rohrbruch haben. Ja, alles voll Wasser. Ich verbinde Sie jetzt mal mit einem, wo es brennt. Was? Du hast den in eine Waschmaschine gesteckt? Ja, was will der in eine Waschmaschine? Wie der schleudert? Vanessa, warum schleuderst du deine Bruder? Weil der nass war. Ja, warum war der denn nass? Wie der war im Keller? Wie, da ist ein Rohrbruch? Schwimmen? Der will noch das Seepferdchen schaffen. Ja, warum hilft dem denn keiner? Wie keiner da? Was ist denn von mit dem Müller da oben unterm Dach? Was? Der Dachstuhl brennt. Aber da ist die Briefträgerin. Ja, das soll wiederholen. Was? Die kann nicht, weil der Papa auf dir liegt. Ist das freundliche Bürgertelefon der Gemeinde Selfkant? Mein Name ist Pütz. Ach, Sie sind es. Hören Sie mal,
Ich sorge noch heute dafür, dass der Schlittenhund abgeholt wird. Nee, nichts zu danken. Leihen Sie mir einfach Ihre Kettensäge. Tschüss.